Teaser für Sango no Mia Kokomi ist draußen und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hey, have you heard? She's the new Divine Priestess. Wow, but she's so young. Wie alt ist sie denn? Do you think she can really... Muss ich mal raussuchen. Remember Kokomi as the Divine Priestess. Die ist so cute gemacht. Das Design ist so mega. Not be suited for such a role. From today onward, you must strive to meet the hopes of the people. You're right. Governing is not my forte. My true skills lie in the art of war, focused on the single purpose of victory. Our aim is to hit the enemy hard while minimizing casualties. In this battle, Gobi's and Gogeja platoons will be decoys. If successful, we will besiege them. Otherwise, Swordfish platoons will flank the enemy and burn their provisions. Oh my god. Qualified to lead Watatsumi Island? No. Nee. Far from it. War is chaos, and yet I see the method to the madness. People are unfathomable. How can I know? Ich werde sie auf jeden Fall nicht skippen. Da wird auf jeden Fall reingepäht. Ich will die unbedingt haben. Please visit Sangonomiya Shrine sometime. Sowas von safe. Von den Charakteren, die ich am meisten in Genshin feier, ist auf Platz 1 ungeschlagen immer noch Hu Tao, aber dicht gefolgt von Platz 2 Kokomi. Ich werde sie definitiv am ersten Tag ziehen, selbst wenn ich reinpayen muss. Und wenn ihr das Ganze live sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch.